Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Monitorkalibrierung, die Basis für korrekte Farben. Ein Webinar in Kooperation mit dem Nikon Fotografie Forum. Ich bin Boris Bergmann von Datacolor und ich bin heute Abend mit Oliver Meeves, meinem Kollegen, hier zusammen. Wobei der Oliver, der hat dann zwei Jobs. Der ist neben seinem Job bei Datacolor auch noch seit sehr langer Zeit als Fotograf tätig. Und wir werden heute Abend, ja, ich sag mal, in den nächsten circa 60 Minuten in Gänze dieses Webinar mit Ihnen zusammen bestreiten. Hallo Oliver, hallo nach Zürich. Oliver? Hallo, ja, hallo, kann man mich hören? Ja, hervorragend. Alles klar. Okay, alles prima. Ah, ich merke gerade, wir haben heute wieder einen etwas zeitlichen Versatz. Das ist gar nicht so praktisch. Will ich vielleicht eben schnell einwerfen. Das könnte also dann das ein oder andere Mal vorkommen, dass Boris und ich uns gegenseitig ins Wort fallen, weil man noch nicht merkt, dass der andere schon angefangen hat zu sprechen. Riesensorry dafür. Also ich sitze hier in Zürich, Boris sitzt in Hamburg. Und das sind mal eben 1000 Kilometer dazwischen. Aber die Technik macht's möglich. So, dann würde ich auch gleich sagen, gehen wir gleich ins Programm hinein. Wir reden heute über Monitorkalibrierung. Und Monitorkalibrierung ist insofern extrem wichtig. Wir hatten gestern Abend ein Webinar mit dem Edmond Terakopian und er sagte, das, was man beim Fotografieren beachten sollte, dass die Kamera als auch der Monitor einem das Ergebnis anzeigen, was technisch das Optimale ist, was also richtig ist. Nicht, dass man sich hinterher ärgert, wenn ein Foto nichts geworden ist, dass es an der Kamera lag oder dass es zum Beispiel auch einfach nur an der Kalibrierung des Monitors lag. Und die Monitorkalibrierung ist einer der grundlegenden Dinge, die man beachten sollte. Hier heißt es so schön, was wäre Bildbearbeitung mit oder wäre Bildbearbeitung mit fatalen Folgen? Und wir haben hier einfach mal aufgezeichnet, man fotografiert. Sie sehen auf dem entsprechenden Monitor-Display einfach ein Schwarz-Weiß-Foto, ganz bewusst jetzt mal so ausgewählt. Und das wird jetzt abgespeichert. Und zwar auf der Festplatte Ihres Rechners. Hier stilisiert dargestellt. Auch hier wieder Schwarz-Weiß, die Lady. Und jetzt rufe ich das Bild in irgendeiner Bildbearbeitung, sagen wir einfach mal dem Photoshop zum Beispiel, auf. Hier jetzt einfach mal als Bild dargestellt, aber mein Monitor, aus welchen Gründen auch immer, er ist nicht kalibriert. Er ist neu, ich habe es einfach noch nicht gemacht. Er ist vielleicht gealtert oder ich habe, wie gesagt, an das Thema überhaupt noch nicht gedacht. Der Monitor zeigt mir jetzt das Bild so an, schön grün. Und jetzt kommt zum Beispiel der Oliver ins Spiel, der sagt, das müssen wir mal korrigieren. Er ist ja Profi. Gut, ich habe nun auch so ein bisschen Erfahrung. Also, Sie denke ich auch, korrigieren wir das Ganze. Das heißt, wir gehen her und sorgen dafür, dass wir diesen Grünstich beheben. Man sieht es hier in dem Bild. Also, wir geben, entweder reduzieren wir das Grün oder wir geben das Komplement dazu, wenn man alle Farben sehen würde. Alternativ natürlich aus Rot und Blau, weil es eigentlich ein Magenta ist, was das Komplement hier wäre. So, also erledigt. Die Dame sieht wieder so aus wie auf dem Kameradisplay. Jetzt speichere ich das ganze Ergebnis wieder ab, nachdem ich die Korrektur durch habe. Dann habe ich das Ganze auf der Festplatte wieder liegen. Was habe ich zugegeben? Ich habe Rot und Blau, ich habe also Magenta dazugegeben. Jetzt hat sie natürlich einen Magenta-Stich, weil auf meinem Monitor habe ich sie korrigiert, nachdem ich Magenta zugegeben habe. Ich habe also aus einem Bild, was vorher neutral macht, war jetzt ein magentafarbenes Bild auf meiner Festplatte gemacht, nur weil mein Monitor mir die Farbe nicht korrekt dargestellt hat. Das ganze Beispiel ließe sich natürlich nicht nur mit Farbstich, aber auch mit Helligkeit. Und das Gemeine, wir haben hier den Farbstich nur ganz einfach gemacht. Ein Farbstich kann auch unterschiedlich sein. Also ich sage jetzt einfach mal, in den Tiefen habe ich einen anderen Farbstich als in den Mitteltönen oder in den Highlights. Auch das gibt es. So, wir haben also unser Bild korrigiert, wir haben es abgespeichert. Leider daneben. Okay, können wir nichts machen, macht nichts, müssen wir durch. Jetzt drucken wir das Ganze mal aus. Dann kommt es natürlich auch entsprechend raus. Und
Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen Ja. anders mit dem Dienstleister. Dann war natürlich der Dienstleister schuld, ne? Immer dasselbe. Und das ist einfach der grundlegende Aspekt, der für eine Monitorkalibrierung spricht. Denn, Ja, Boris. ja. Ja, eben genau. Und das ist sehr häufig eigentlich der Fall, dass man dann davon ausgeht, Moment, ich habe eine Datei zum Dienstleister geschickt oder vielleicht auch an den eigenen Drucker geschickt, das soll jetzt mal einerlei sein. Ich habe die Datei dorthin geschickt und sie kommt dort farbstichig raus. Also definitiv hat dann ja der Drucker, der eigene Drucker oder der Druckdienstleister den Fehler gemacht, weil der hat ja hier in dem Fall offenbar den Farbstich fabriziert. Wenn man jetzt, das würde ich natürlich tun, das Bild nochmal kontrolliert, ja, jetzt falle ich aus allen Wolken, weil ich habe hier plötzlich einen Rotstich oder Rot-Blau-Stich, und ich gehe auf meine Festplatte, wo ja die Datei liegt, wie unter Schritt 6 zu sehen, und öffne die auf dem Monitor. Dann zeigt der mir das Bild, Entschuldigung, Kratzen im Hals, dann zeigt der mir das Bild ganz toll neutral an, weil der gibt ja sein Grün wieder hinzu. Damit sollte uns eines ganz bewusst werden. Es gibt nur einen einzigen Ort, wo die, ich sage es mal, echten, wirklichen Farben unserer Fotos, unserer Bilder, die wir erstellen, sind. Und das ist der eine einzige Ort in der Datei. Und wenn wir die Datei aufgrund des Monitors so verändert haben, dass das Bild hinterher rot-blauschtichig ist, wie unter Punkt 6, na, dann ist das Bild auch so. Ganz egal, was der Monitor oder der Drucker dann hinterher letztendlich draus macht. Da liegen die richtigen Farben. Und damit wird klar, der Monitor ist das einzige Fenster in diese Farben. Und das darf nicht, ich sage mal, lügen. Ich weiß kein besseres Wort dafür. Wer von uns würde sich wohl, ja, ich sage es mal, eine grün getönte Sonnenbrille auf die Nase setzen, um irgendetwas zu, also farblich zu beurteilen, beziehungsweise vielleicht sogar zu verändern oder zu gestalten? Wohl niemand. Also, das heißt, da geben wir uns viel Mühe, dass wir farblich uns selbst nicht beeinflussen. Genau das Gleiche muss man mit dem Monitor auch machen. Dann sprechen wir alle die gleiche Farbsprache. Richtig, und in dem Moment, wenn ich das Ganze beim Dienstleister gedruckt habe und da reklamiere, dann wird der Dienstleister sehr schnell auch nachfragen, ist denn auch Ihr Monitor kalibriert? Gut, das wäre also Bildbearbeitung mit fatalen Folgen. Das wollen wir nicht, also gucken wir mal, was wir denn machen müssen. Wir reden also über Farbmanagement oder Color Management für den Bildschirm. Und da kommen wir mit unseren Produkten jetzt einfach mal ins Spiel. Mit der Spider 4-Reihe Elite Pro Express für den Monitor, mit Spider TV HD für den Fernseher oder eben auch der Spider Gallery für Tablet, Smartphone und andere mobile Devices. Okay, wir fangen einfach mal an. Wir gucken uns an so ein Boris? paar grundsätzliche. Ja, Olli, bitte. Boris? Ja. Ja, hier hätte ich noch eine Frage zu dem Slide, den du gerade schon weggemacht hast. Wenn ich meinen Fernseher benutze, um beispielsweise einer größeren Gruppe Leute oder vielleicht auch die Family oder auf irgendeiner Party oder was auch immer, im Fotoclub meine Bilder zu zeigen, weil er einfach größer ist als meinetwegen ein Laptop-Monitor, muss ich dann den Spider TV HD oder 4 TV HD benutzen, um zu kalibrieren? Wenn du deinen, also es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn du deinen Fernseher nutzt als Computermonitor, dann kannst du das ganz normal mit dem Spider 4 Elite, mit dem Spider 4 Pro machen. Das ist überhaupt kein Thema. Wenn der Fernseher als Fernseher genutzt wird oder wenn ich die Daten von einer DVD oder von einer Blu-ray auf den Fernseher schicke, dann brauche ich einen Spider 4 TV HD. Denn alles, was über den Computer läuft, das mache ich mit dem Spider 4 Elite Pro oder eben Express. Das ist der kleine Unterschied. Spider 4 TV HD an der Stelle nur, wenn ich wirklich über einen Fernseher als Fernseher rede und das Signal eben von der DVD oder von einem Receiver zum Beispiel kommt. Danke. Klar doch. So, wenn ich über eine Monitorkalibrierung rede, dann muss ich natürlich auch noch darüber nachdenken,
Wo ist denn Farbe eigentlich richtig? Welcher Monitor zeigt mir denn mein Ergebnis korrekt? Und da sage ich jetzt einfach mal, einmal in einen großen Elektronik-Supermarkt gehen und mit Glück stehen dann da viele Monitore, Fernseher, alles quer durch den Garten. Und wenn die dann auch noch alle das gleiche Bild zeigen, ja, dann kann man sehr schnell sehen, wo da die Unterschiede sind. Es gibt technische Unterschiede, ganz klar, ne? Unterschiedliche Monitortechnologien, unterschiedliche Backlights. Früher waren das sowas wie CCFL, das war nichts anderes als eine Neonröhre, die in U-Form hier im Rahmen eingebaut war. Heute sind das ganz häufig LEDs. Dann gibt es so Monitortypen, die können sRGB darstellen, vielleicht noch nicht mal das bei einem einfachen Laptop. Und es gibt Monitore, die haben einen sogenannten Weitgamut, das heißt, die sind in der Lage, Adobe RGB oder annähernd Adobe RGB darzustellen. Der ein oder andere hat noch einen Röhrenmonitor oder. All das gibt es, all das will richtig eingestellt sein. Es gibt natürlich auch Tablets, OLED und so weiter. Das sind Displaytypen, die heute ja mehr oder minder Standard sind. Und wenn ich dann weitergehe, wenn ich einen Monitor mir nun ausgeguckt habe, dann hat der auch etwas, das nennt sich ein Alterungsprozess. Das heißt, nicht nur wir altern. Früher bei einem Röhrenmonitor kannte das eigentlich jeder. Ne? Irgendwann wurde der Fernseher, das war so der bekannteste, die bekannteste Röhre, die man so hatte, der wurde einfach alt. Also die Farben wurden schwächer, blasser. Das ist bei einem LCD ganz genauso der Fall, nur nicht so stark. Aber es ist trotzdem da. Denn da ist eine Hintergrundbeleuchtung drin, die wird schlechter. Das ist einfach so. Selbst LEDs werden über die Jahre schlechter. Und an der Stelle empfehle ich jedem einfach nur mal die Betriebsstundenzähler mal aufzurufen und mal zu gucken, was denn da so an Stunden schon aufgelaufen ist. Da wundert man sich ganz schnell. So, darüber hinaus sind hier Filter eingesetzt. RGB-Filter, so wie man früher bei einem Röhrenmonitor eine Maske hatte, gibt es hier eben auch Rot, Grün und Blau Filter und auch die altern. Das ist auch ein normaler Prozess. Und ich habe das hier mal übertrieben dargestellt, um einfach zu zeigen, das ist etwas. Und irgendwann ist es dann auch Zeit zu sagen, ja, dieser Monitor ist noch gut für Textbearbeitung, aber für Bildbearbeitung ist er nicht mehr geeignet. Und auch das, da hilft einem die Kalibriersoftware, denn durch eine Kalibrierung wird der Monitor nicht über sein physikalisches Niveau hinaus springen. Das geht einfach nicht. Aber das, was er an Farben noch darstellt oder das, was er an Farben darstellen kann, das wird korrekt dargestellt. Also aus einem sRGB-Monitor wird durch Kalibrierung nicht auf einmal ein Adobe RGB-Monitor. Das ist physikalisch einfach gar nicht möglich. Aber die Farben werden korrekt dargestellt. Und das ist also ganz wichtig. Und auf diese Art und Weise sehe ich einfach auch irgendwann als Ergebnis meiner Kalibrierung, ups, ich sollte mir irgendwann Gedanken über den nächsten Monitor machen. So, wir können letztendlich alle Monitore kalibrieren. Ob das sich nun um LCDs, Beamer, OLEDs mit weißer LED als Hintergrundbeleuchtung, RGB-LED als Hintergrundbeleuchtung, ob das nun sRGB-Monitore, Adobe-RGB-Monitore sind, vollkommen egal. Ich kann sie alle kalibrieren. Ich kann sie nicht alle mit demselben Gerät kalibrieren, in der Form, dass technisch gesehen immer ein Monitor das geht, aber die drei Spider, die ich vorhin schon angekündigt habe, die haben unterschiedliche Fähigkeiten und dementsprechend auch unterschiedliche Grenzen. Und das schauen wir uns ganz kurz einfach mal an. Wir haben den Spider 4 Express, der Spider 4 Express. Das ist unsere Einstiegslösung. Unsere Einstiegslösung ist in der Lage, pro Rechner einen Monitor zu kalibrieren. Einen Monitor pro Rechner. Dazu muss man sagen, die Spider kommen so, dass sie, wenn sie einen Spider erwerben und sie haben jetzt selber drei oder vier Rechner, das gibt es ja heute, ne, oder zumindest zwei, ein zu Hause, ein Laptop für unterwegs. Sie dürfen mit unseren Spidern alle Ihre persönlichen Rechner kalibrieren. Der Spider 4 Express ist aber eben in der Lage, immer nur einen Monitor pro Rechner zu kalibrieren. Wenn Sie also einen Laptop haben,
Kein Problem. Haben Sie aber an Ihrem Laptop einen externen Monitor dran? Ja, dann geht entweder der Laptop-Monitor oder eben es geht der externe Monitor. Und zwar geht immer nur der primäre. Das kann der Spider 4 Express nicht anders. Der Spider 4 Express, hier sieht man ihn. Er unterscheidet sich von den anderen beiden Sensoren auch dadurch, dass ihm hier etwas fehlt, was die anderen beiden haben. Das ist der sogenannte Umgebungslichtsensor. Und der Umgebungslichtsensor ist wichtig für alle, die mit dem Druck zu tun haben, weil sie entweder selber drucken oder drucken lassen, also zum Dienstleister gehen, um sich ihre Bilder zu fertigen. Deshalb empfehlen wir den Spider 4 Express nur für Anwender, die für das Internet arbeiten. Wer also selber druckt, der sollte sich auf den Spider 4 Pro oder den Spider 4 Elite einschießen. So, Spider 4 Pro. Spider 4 Pro ist nun in der Lage, mehrere Monitore an einem Rechner zu kalibrieren, technisch gesehen. Das kann der Elite genauso. Er verfügt über einen Umgebungslichtsensor, der es mir eben erlaubt, die Bildschirmhelligkeit so einzustellen, dass die Umgebungslichtsituation berücksichtigt wird, weil die Helligkeit des Monitors erlebe ich nicht nur durch den Monitor, sondern auch durch das Drumherum. Wie gesagt, erzähle ich gleich oder spielen wir noch ein bisschen mehr dazu. Und das sind, ich sage jetzt einfach mal, die großen Unterschiede. Er ist darüber hinaus technisch in der Lage, eben auch zum Beispiel für die Druckvorstufe die entsprechenden Kalibrierungsziele auszuwählen. Das ist in der Form alles kein Problem. Ich habe hier eben so schön gesagt, ist in der Lage, auch mehrere Monitore an einem Computer zu kalibrieren. Das ist technisch so richtig. Wenn Sie aber mal nachgeguckt haben in der Beschreibung zu diesem Webinar, heißt es so schön, erfordern mehrere Monitore besondere Grafikhardware. Und da gibt es als Antwort einfach mal ein entschiedenes Jein. Für diejenigen, die von Ihnen auf dem Mac arbeiten, wenn Ihr Mac in der Lage ist, mehrere Monitore, zum Beispiel ein MacBook Pro, also den internen und einen externen Monitor gleichzeitig anzusteuern, alles kein Problem. Bei der Monitorkalibrierung macht man nämlich Folgendes. Man erstellt ein sogenanntes ICC-Profil. Auch dazu später mehr. Dieses ICC-Profil besteht letztendlich aus zwei Teilen und ein Teil davon wird in den sogenannten Lookup-Table der Grafikkarte hineingeschrieben. Und jetzt gibt es unter Windows die eine oder andere Grafikkarte, die hat mehrere Anschlüsse. Das haben Sie heute eigentlich andere. Alle, Sie können also heute eigentlich an jede Grafikkarte unter Windows mehrere Monitore anschließen. Aber diese Grafikkarten verfügen nur über einen sogenannten Lookup-Table. Das bedeutet, an dieser Stelle kann ich nur für einen Monitor die Korrekturinformation in der Grafikkarte vorhalten. Das ist eine Problematik von einfachen Grafikkarten. Wer heute im Desktop-Bereich ist, Mittelklasse-Grafikkarten oder besser, sind in der Regel nicht davon betroffen. Aber das ist keine Sache, die man eben sagen kann, nimm die und die, dann passt das schon. Ungefähr ja, aber mit Gewissheit kann Ihnen das immer nur der Hersteller sagen. Das ist, wie gesagt, eine Geschichte, die es nur unter Windows als Einschränkung gibt und bei Laptops unter Umständen noch ein bisschen krasser, weil Laptop-Grafikkarten in der Regel nicht ganz so dimensioniert sind wie die, die in einem Desktop-PC verbaut sind. Das einfach mal außer der Reihe eine Information, weil ich halte sie für wichtig, dass man das weiß. Und hat nichts mit uns zu tun. Es ist einfach, wir richten uns nach dem ICC-Standard, Internationales Color-Konsortium, und alle ICC-Profile, für die gilt diese Einschränkung unter Windows, wenn entsprechende einfache, ich sage mal schwachbrüstige Grafikkarten dort zum Einsatz kommen. Gut, gehen wir zum nächsten, den Spider 4 Elite. Der Spider 4 Elite, der hat nun noch ein paar Funktionen mehr. Er ist zum Beispiel der Einzige, der den Beamer kalibrieren kann. Aber gleich einfach mal auch hier eine Information. Wer den Spider 4 Pro einsetzt, und der Spider 4 Elite, die beiden sind hardwaremäßig gleich. Deshalb gibt es bei uns auf der Webseite etwas, das ist das Upgrade, um aus einem Spider 4 Elite, aus einem Spider 4 Pro einen Spider 4 Elite zu machen. Bei den beiden geht das. Beim Spider 4 Express, der hat diesen Sensor nicht.
da gibt es kein Update. Also keine Möglichkeit vom kleinen auf den großen abzugraden. Gut, und dann gehen wir da auch schon weiter. So ein Spider, was ist denn da überhaupt drin? Wir haben das hier mal einfach so quasi explosionsartig mit einem Lichtstrahl aufgemacht. Wir haben hier verschiedene Filter, einen Infrarotfilter und, haben hier die entsprechenden Sensoren. Sieben Sensoren. Und beim Spider 4 ist es so, die Sensoren sind in ihrer Präzision um 26% gegenüber der Vorgängergeneration im Spider 3 verbessert worden. Und sie sind zusätzlich doppelt beschichtet, damit einfach diese Sensoren abgeschirmt werden von Umwelteinflüssen und ähnlichen Geschichten. Wir haben einfach eine bessere Beständigkeit. Dann habe ich hier zwei Punkte stehen, die ich in einem erklären möchte. Wir haben etwas, das nennt sich lebendiges Kalibrierungstool und Monitortypanpassung. So, jetzt muss ich mal ein ganz kleines bisschen ausholen. Der ein oder andere kennt das von Ihnen. Sie gehen in einen Raum, der ist nun normal beleuchtet mit einer Glühlampe. So, dann gehen Sie in den Raum am nächsten Tag wieder rein. Da hat aber jemand eine Energiesparlampe eingeschraubt. Was machen Sie? Sie brauchen einen kleinen Augenblick, bis Sie die Farbe wieder so sehen, wie Sie es gewohnt sind. Sie machen einen Weißabgleich. Woran liegt das? Die beiden Lampen haben ein unterschiedliches Frequenzspektrum und sie machen den Weißabgleich. So ein Sensor kann diesen Weißabgleich in der Form nicht machen. Der muss die Information bekommen. Deshalb werden Sie, wenn Sie die Software starten, auch darüber gefragt, was denn Ihr Monitor hat. Ist das ein sRGB-Monitor, also normaler Gamut, normaler Farbumfang, oder kann der sogar Adobe RGB, also den großen, den weiten Farbumfang? Gut, das kriegt man ja noch relativ schnell raus, das weiß man. Dann werden Sie aber auch gefragt, mit welcher Hintergrundbeleuchtung ist denn Ihr Monitor ausgestattet? Und das ist genau dasselbe wie über das, was ich eben als Beispiel angeführt habe. Eine LED, eine weiße LED hat ein anderes Frequenzspektrum als eine RGB-LED, als eine CCFL. Und da gibt es noch das ein oder andere mehr. Und da kommt jetzt der Punkt dazu, lebendig und Monitortypanpassung. Die Monitortypanpassung, dass ich der Software sage, was ich denn da habe. Häufig weiß man das aber gar nicht, weil die Marketingabteilung der Monitorhersteller das gar nicht so einfach auf die Packung schreibt. Das brauchen Sie auch gar nicht wissen, weil Sie können der Software gestatten, mit der Datenbank von Datacolor zu kommunizieren. Dann lassen Sie diese Fragen nämlich einfach unbeantwortet, sagen also unbekannt. Dann geht die Software her, fragt die Datenbank von Datacolor, ich habe hier den und den Monitor, was ist denn das? Und dann bekommt die Software diese Information. Und was noch viel wichtiger ist, die Software bekommt an dieser Stelle nicht nur die Information, welche Backlight Funktionalität, welcher Gamut wird hier eingesetzt, sondern sie kriegt auch gleich die gesamte Charakteristik dieses Monitors mitgegeben und kann damit ein qualitativ höheres Profil erstellen und neue Monitortypen, neue Monitorgenerationen, die wir heute noch gar nicht kennen, werden in der Datenbank verfügbar sein, in dem Moment, wo sie erscheinen. Und damit machen wir die Software quasi anpassungsfähig für die Zukunft. Der Spider 4 ist darüber hinaus kompatibel mit iOS und Android. Und es gibt hier eine App, die ist gratis zur Kalibrierung Ihres iOS, also Ihres iPads, Ihres iPhones oder Ihres Android-Tablets oder Android-Smartphones. Dazu aber auch nachher noch ein kleines bisschen mehr. So, das ist das, was drin ist. Wie funktioniert nun so eine Kalibrierung? Das ist eigentlich ganz einfach. Der Monitor zeigt Farbpräferenzen. Und wir haben das hier mal in Screenshots dargestellt. Das sind so Ausschnitte, hier unten der Fortschrittsbalken. Und es werden nicht nur einfach die Farben Rot, Grün und Blau, sondern es werden die entsprechenden Abstufungen am Monitor angezeigt. Der Spider, den Sie hier platzieren, hier gibt es ein Gegengewicht, das kann man an dem Kabel ein bisschen hin und her schieben. Damit platziere ich das Ganze. Heißer Tipp, Sie brauchen da nicht mit der Hand gegendrücken, denn der Sensor muss natürlich flach aufliegen. Kippen Sie den Monitor leicht an, da haben Sie eine Schräge. Dann liegt der Sensor wirklich perfekt auf, ohne dass Sie da mit dem Finger gegendrücken müssen oder ähnliches. Und dann kriegt dieser Sensor halt jetzt diese verschiedenen Farbmuster, sage ich jetzt einfach mal, Farbfelder vorgespielt. Dann habe ich also den Sollwert, das weiß die Software. Und dann habe ich über den gemessenen Input durch den Sensor den Istwert.
Und durch einen Soll-Ist-Vergleich können die entsprechenden Korrekturkurven ermittelt werden. Die werden erstellt und das wird automatisch als ICC-Profil auf Ihrem Rechner gespeichert und aktiviert. Das heißt, ab dem Augenblick ist dieses ICC-Profil im Rechner aktiv und arbeitet. Das heißt, ein Photoshop zum Beispiel weiß an der Stelle, okay, ich habe hier ein Bild, das möchte ich darstellen in sRGB. Alles soweit in Ordnung. Für den Monitor muss ich aber noch das Monitorprofil obendrauf rechnen, damit das auch in Ihrem Auge korrekt ankommt. Wenn Sie die Datei dann weitergeben, wird dieses ICC-Profil Ihres Monitors natürlich niemals mit dieser Datei in Verbindung gebracht werden, sondern Sie geben die Datei an Ihren Freund, an Ihren Bekannten weiter. Der Monitor ist auch kalibriert, der guckt sich das im Photoshop wieder an. Okay, Photoshop weiß, sRGB ist die Datei. Jetzt muss ich noch das Monitorprofil obendrauf rechnen. Fertig. So einfach ist das. Und das ist natürlich dann das Monitorprofil des anderen Rechners. Das heißt, das Monitorprofil wird immer nur für die Anzeigefunktionalität benutzt. So. Und jetzt, Olli, glaube ich, bist du an der Reihe. Du als Experte, du als langjähriger Fotograf. Erzähl uns ein bisschen was hierzu. Ja, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Dinge, die man falsch machen kann, wenn man seine Bilder naja, nicht nur selektiert und anschaut, sondern natürlich maßgeblich auch bearbeitet. Und da gibt es hier so ein paar Punkte, wo ich gerne mal durchgehen möchte. Und ich beschreibe das ganz einfach an meinem Workflow, so wie ich das hier bei mir im Loftstudio ebenfalls mache und umsetze. Sehr wichtig wäre, dass man den Raum wirklich verdunkelt, indem man mit seinem Monitor arbeitet. Hier oben, das, was wir auf dem Bild sehen, sieht zwar nett aus, aber das wäre definitiv die falsche Lichtumgebung, in der man mit seinem Monitor arbeiten sollte. Warum? Das Licht, was man eben rund um den Monitor hat, beeinflusst einem im Farbsehen, nicht nur im Farbsehen, sondern auch in der Beurteilung von Helligkeit und Kontrast. Dann kommt noch hinzu, dass, wir sehen das im nächsten Punkt, sorgen Sie für eine stabile Lichtsituation, Helligkeit, Farbtemperatur, und dass Tageslicht eben nicht stabil ist. Heute war es hier relativ diesig, heute Morgen sonnig, nachmittags diesig, morgen, keine Ahnung, hoffentlich nicht, aber morgen regnet es vielleicht und am Wochenende scheint wieder die Sonne. Das weiß jeder, da man ein bisschen bewusster darauf achtet, also eben wir Fotografen, wenn es draußen leicht bewölkt ist, dann haben wir einfach einen neutraleren Weißpunkt oder eine neutralere Lichttemperatur im Vergleich zur Sonne, die natürlich weit ja, gelblicher ausfällt oder eben, wenn es richtig nebelig ist, dann wird das sogar sehr, sehr bläulich. Aber nicht nur mit dem Wetter ändert sich das, sondern natürlich auch, jetzt langsam wird es draußen immer dunkler, also keine Ahnung, Stündchen wird es noch dauern, dann ist die Sonne doch recht dicht am Horizont und wenn sie dahinter verschwindet, dann haben wir die blaue Stunde. Früher sind wir alle rausgerannt mit unserer analogen Kamera und haben dann eben entsprechend diese ganz spezielle Lichtstimmung auch so mitgenommen. Ja, nicht nur früher, machen wir auch heute noch so. Und ja, genau das muss man natürlich entsprechend vermeiden, weil im Raum selbst, wo man eben an seinem Monitor arbeitet, verändert sich ja dann die Lichtsituation ebenfalls. Das kann man sich hier sehr leicht vorstellen, wenn man an einem Bild sitzt und man bearbeitet dort etwas. Sagen wir mal, das ist einfach ein sehr dunkles Bild, vielleicht sogar ein Low-Key, wo wir nur ganz wenig Textur erkennen können und das auch extra so einstellen in Photoshop. Jetzt war allerdings gerade eben ja, die Sonne, die war einfach hinter einer Wolke. Das heißt, es ist relativ dunkel im Raum gewesen. Und wir haben das Licht oder das Bild so eingestellt, dass wir da diese sehr schwache Textur soeben sehen konnten. Jetzt haut die Wolke ab und die Sonne steht wieder im Raum. Das heißt, es wird plötzlich wieder deutlich heller im Raum. Und dann schauen wir und auf einmal sagen wir uns, hä? Was ist denn hier los? Hier konnte ich doch gerade eben noch kleine Details erkennen. Die sind ja weg. Was ist denn jetzt passiert? Und dann fängt man an und hält das Ganze wieder auf. Und dann schiebt sich vielleicht die nächste Gewitterwolke vor die Sonne und es wird wieder dunkler. Und dann sagt man, hä? Jetzt ist es doch viel, viel heller. Jetzt kann ich die Textur nicht so eben sehen, sondern jetzt sieht die sogar ein Blinder mit dem Krückstock. Was ist denn hier passiert? Also da merkt man ganz klar dran, dass man
mit einer stabilen Lichtsituation arbeiten muss. Und dann bitte immer nur an einem betriebswarmen Monitor arbeiten. Was heißt es? Der Hibernate-Mode, beziehungsweise dieser Stromsparmodus, sage ich immer, der den Monitor, ich sag mal so nach Viertelstunde oder wie, je nachdem wie der standardmäßig eingestellt ist, abschaltet. Also man telefoniert mit jemandem 20 Minuten, auch nach einer Viertelstunde, ja, hier scheint ja nicht mehr weitergearbeitet zu werden, also machen wir den Monitor aus. Klack, der kühlt runter. Und bis der wieder seine Betriebstemperatur hat, vergehen wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten und bis dahin hat man keine stabile Farbdarstellung. Das ist wirklich so. Ernsthaft. Also auch bitte den Monitor immer nur im betriebswarmen Zustand kalibrieren. Minimum halbe Stunde, besser dreiviertel Stunde, Stunde. Dann rekalibrieren Sie den Monitor alle 2 Wochen neu. Ja, ich gebe es zu. Bei mir alle 3 bis 4 Wochen. Warum? Weil ich es besser weiß? Nö, ich bin einfach zu faul dazu. Wobei das einfach wirklich dämlich ist, weil so eine Rekalibrierung, naja, die kostet einem ungefähr 5 Minuten Zeit. Also bei mit dem Rekalibrierungsmodus vom Spider 4 Pro oder Spider 4 Elite dauert das wirklich sogar nur 2,5 Minuten. Sollte man also auf jeden Fall immer machen. Wenn man die Bilder oder wenn man Bilder bearbeitet, eben daran meinetwegen sogar täglich arbeitet und jetzt kalibriere ich nach 8 Wochen, 9 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen, wie auch immer, den Monitor neu und ich sage, ah ja, jetzt ist wieder neutraler. Dann waren die Bilder von gestern versaut. Dann kann ich von da, also die muss ich alle nochmal anfassen. Und je nachdem, wie ich gearbeitet habe, dann vielleicht sogar destruktiv verändert. Also von daher, das würde ich so nie tun. Man sollte das alle 2 Wochen neu machen. Jetzt habe ich gerade gesagt, ich mache alle 4. Wenn ich beispielsweise, ich habe einen Fashion-Shoot, da habe ich so ein paar Kandidaten, wo ich ganz genau weiß, die würden mich mit einer Schrotflinte vom Platz schießen, wenn ich da die Farbe nicht wirklich richtig zielsicher treffe. Dann kalibriere ich halt wirklich kurz vor der Postproduktion einmal durch, selbst wenn die letzte Kalibrierung nur 5 Tage her ist. Wie gesagt, ich hole mir einen Kaffee in der Zeit und dann ist das durchgelaufen. Last but not least, vermeiden Sie farbige Wände und Oberflächen rund um den Monitor. Das bedeutet beispielsweise die Schreibtischauflage, sowas wie Weltkarte oder sowas. Nett anzusehen, kann man sich auch tolle Notizen drauf machen. Auch das, dafür ist es ganz gut. Aber bitte, naja, das ist blau. Und das beeinflusst Ihr Farbsehen, wenn Sie Bilder bearbeiten. Rotes T-Shirt tragen, grünes T-Shirt tragen oder wie auch immer. Auch das beeinflusst Ihr Farbsehen. Jetzt will ich noch einmal ganz schnell oben auf den ersten Punkt oder auf die ersten beiden. Verdunkeln Sie Raum indirektes Licht. Was meine ich denn so damit? Mit, okay, jetzt soll ich verdunkeln. Wie? Stockdunkel? Ich setze mich doch nie in Stockdunkel. Das geht doch gar nicht. Das mache ich auch nicht. Wenn ich jetzt also beispielsweise, ich mache so für Editorials, Advertorials, mal eben so Glamour-Zeugs, da retuschiere ich an so einem Porträt, je nachdem wie viel Haut da zu sehen ist, da können auch mal ganz schnell wirklich einige Stunden ins Land gehen. 6, 7, 8 Stunden, das kommt ganz drauf an. Das meine ich natürlich nicht im Dunkeln. Also Pickelchen und Fältchen reparieren, da sitze ich im Hellen. Wenn ich aber dann an solche Dinge gehe, wie selektive Farbkorrekturen, logischerweise natürlich Helligkeit, Kontraste, also etwas, ja, dass ich Farbe, Helligkeit und Kontraste beurteilen muss, dann mache ich die Rollos zu, das heißt, ich habe wirklich kein Tageslicht dann um meine Postproduktionsstation und ich benutze dann eine D65 Birne, kriegt man im Baumarkt, keine Ahnung, Obi Praktika, wo auch immer, da wo man eben Birnen kriegt. Und dort gibt es so D65 Birnen. Das ist Tageslicht, so um die Mittagszeit und die habe ich oben an der Decke beziehungsweise eher an der Wand bei mir und die scheint gegen die Wand. Und ja, das reflektiert dann eben in den Raum rein. Also das heißt, ich habe so einen kleinen Reflektor, die leuchtet also gegen die Wand, die weiße Wand reflektiert in den Raum. Das hält dann eben ein schönes neutrales Licht hier bereit. Das ist sehr
Wenn ich sage dunkel, hört sich das komisch an, sage ich gleich noch was zu. Aber ich habe halt immer die gleiche Lichtsituation, egal ob draußen die Sonne scheint, ob es draußen schneit, neblig ist oder sogar mitten in der Nacht. Es sieht bei mir um den Monitor dann immer gleich aus. Von der Helligkeit her eben natürlich nicht ganz im Dunkeln sitzen. Ich sage immer so, der Monitor muss bei weitem die hellste Lichtquelle sein. Das würde also bedeuten, oder um das noch etwas genauer zu beschreiben, wenn Sie einen kleinen Artikel in der Zeitung lesen würden, ohne extra Licht einschalten, Bequemlichkeitsgründen, dann machen Sie das. Das ist okay. Würden Sie die ganze Seite oder gar die ganze Zeitung in dem Licht lesen, dann sitzen Sie zu hell. Ich denke, jetzt können Sie sich in etwa vorstellen, was ich damit meine. Also versuchen Sie es wirklich deutlich abzudunkeln, so dass der Monitor die hellste Lichtquelle im Raum ist. Falls Sie jetzt denken sollten, na, da unten mit den farbigen Wänden rund um den Monitor, dass man das vermeiden sollte, oder rotes T-Shirt, grünes T-Shirt soll ich nicht tragen, sondern lieber weiß, grau oder besser sogar noch schwarz. Ich möchte Ihnen das beweisen, dass das nicht einfach so dahergeschwafelt ist, sondern dass das wirklich so ist. Rücken Sie doch mal ein Stückchen näher an Ihren Monitor. Jetzt möchte ich, dass Sie mal in die Mitte auf diesen schwarzen Punkt schauen. Da müssen Sie jetzt so ungefähr 20, 30 Sekunden lang drauf schauen. Sie dürfen nicht hin und her gucken. Das ist sehr wichtig, sonst funktioniert der Test hier nicht. Sie gucken nur in die Mitte auf den schwarzen Punkt. Ich muss noch ein bisschen quatschen, damit das dann funktioniert. Also, Sie gucken noch weiter auf den schwarzen Punkt. Wir werden gleich umschalten. Da ist der schwarze Punkt an der gleichen Stelle. Und Sie gucken bitte weiter dann auch auf diesen schwarzen Punkt. Sie dürfen nicht hin und her schauen. So, noch ein ganz kleines bisschen und jetzt schalten wir mal um. Sie gucken weiter auf den schwarzen Punkt, weiter auf den schwarzen Punkt. Na, schönes, leicht farbiges Bild. Jetzt gucken Sie mal hin und her und gucken Sie das Bild mal richtig an. Oh, das war gar nicht bunt. Nö, das war nicht bunt. Das haben Sie sich gerade selbst bunt gemacht, indem wir Ihnen vorher die Komplementärfarben gezeigt haben. Gehen wir noch einmal schnell zurück. Das sind die Komplementärfarben von den Farben, die eigentlich dort in dem Foto ja vorkommen würden. Natürlich ein bisschen krasser gemacht, so dass es Sie auch sehr gut beeinflusst. Was ich Ihnen damit zeigen will, ist, dass Sie durch Farbe, die rund um Ihren Monitor ist, sich selbst Ihr Farbsehen, naja, beeinflussen. Das ist nicht gut. Jetzt gehen wir wieder auf das nächste Bild. Sie gucken weiter auf den schwarzen Punkt und weiter auf den schwarzen Punkt. Das sieht bunt aus und wenn Sie dann hin und her gucken, zum Beispiel ich gucke immer in Richtung Regenbogen, dann auf einmal sehe ich wieder, okay, gut, wirklich doch nicht bunt. Ich kann es jedes Mal kaum glauben. Also, aber ich hoffe, das hat es ein bisschen untermauert, dass Sie wirklich nicht Farben rund um Ihren Monitor haben sollten. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal weiter. Ich habe da vorhin so über iPad, iPhone, Android-Kalibrierung geredet. Ja, das ist auch beim Spider 4 mit dabei, um das Thema zu wechseln. Dabei wird das Ganze wie folgt gemacht, da Sie ja an einem, ich sag mal, iPad nicht so ohne weiteres einen Spider anstöpseln können. Ganz simpel. Sie arbeiten im Kreis. Das ist ganz einfach zu erklären. Sie haben Ihr iOS oder Android Tablet oder Phone, auf dem installieren Sie eine kleine App aus dem jeweiligen App Store. Diese App kommuniziert mit Ihrem Rechner, der Rechner, den Sie auch haben, im gleichen Netzwerk. Und an dem Rechner gibt es ein kleines Pendant-Programm, sage ich jetzt einfach mal dazu, das wiederum stellt die Verbindung zum Spider her. Und auf diese Art und Weise sind Sie dann in der Lage, werden aufgefordert, okay, platzieren Sie jetzt den Spider auf der Position beim kleinen iPhone oder eben auch einem Android-Phone. Ist das Ganze in der Form, dass Sie dann den gesamten Bildschirm haben, da platzieren Sie den Sensor drauf und dann können Sie Ihren iPad, Ihr iPhone oder Android-Device kalibrieren. Jetzt muss man aber eins dazu sagen. Das wird kein ICC-Profil. Es gibt nämlich keine ICC-Profile, die unter Android oder unter iOS zum Einsatz kommen können, denn
Sowohl Android als auch iOS verfügen über keine Unterstützung für das ICC. Deshalb hat die Spider Gallery eine zweite Funktionalität. View Photos heißt es hier. Oder eben Facebook oder Twitter. Auch da können Sie diese Fotos, die Sie dort aufrufen, diese Bibliotheken mit der Spider Gallery aufmachen. Und in dem Moment, wenn Sie sich das anzeigen lassen, dann wird on the fly dieses Bild umgerechnet in der Kalibrierung dargestellt. Es funktioniert also nur innerhalb der Applikation. Liegt einfach daran, dass die Betriebssysteme, sowohl iOS als auch Android, keine ICC-Profile unterstützen. Und wie sieht das Ganze dann aus? Eigentlich ganz einfach. Ich gehe in meine Gallery rein, Camera Roll zum Beispiel. Ich habe hier ein Foto und das kann ich dann sagen, Kalibrierung an oder aus. Das ist hier in diesem Falle sogar mal auf einem, das ist glaube ich, ja, ein S4 habe ich hier genommen, also ein Samsung Phone. Und dieser Balken blendet sich dann entsprechend aus. Und ich kann hier durch meine Galerie durchgehen und ich sehe also den Unterschied. Und das ist mal eben schnell unterwegs auch schon zu sehen, wie sehen denn Bilder aus. Dafür ist es interessant. Aber natürlich auch, wenn ich sonst eben Bilder betrachten möchte. So, die werden also hier in der Gallery App angezeigt. Das Ganze ist für Kunden, die ein Spider 4 haben, kostenlos für Android als auch iPad, also iOS. Okay, weiter geht's im Text. Ein bisschen was zum Thema Fachwissen. Ich habe eben schon angedeutet, ICC, ja, ICC ist eben nicht etwas, was sich Data Colo ausgedacht hat, sondern ICC steht für International Color Consortium. Und das ist also ein Standard. Und ein ICC-Profil ist letztendlich ein Datensatz, der ein Gerät beschreibt, zum Beispiel ein Scanner, ein Drucker, ein Monitor. Dafür gibt es überall ICC-Profile. Und was ist in so einem ICC-Profil nun drin? Eine Korrektur für den Weißpunkt. Es sind die Linearisierungen drin, das heißt auch entsprechende Korrekturtabellen gegebenenfalls bei einem Monitorprofil. Nicht? Es ist damit essentiell für das Softproofing. Das bedeutet, im Photoshop, wenn ich dann schon ein Druckerprofil zur Verfügung habe, kann ich mir in Photoshop mit dem Softproof, zeige ich nachher nochmal oder zeigen wir nachher nochmal, kann ich hergehen und sage, zeig mir dann doch bitte mal an, wie mein Bild aussehen würde, als wäre es bereits auf meinem Drucker mit meinem, ich sage jetzt einfach mal, Glossy-Papier gedruckt worden. Und wenn Sie dann Folgendes machen, sagen, jetzt zeige ich mir das Ganze mal an, wie das Ganze auf mattem Papier mit meinem Drucker aussehen würde, weil Ihr Drucker das kann und Sie die entsprechenden Profile haben, auch das ist im Softproof des Photoshops machbar. Für alle die, die an dieser Stelle Lightroom einsetzen, da geht das ganz genauso. Für diejenigen, die mit Photoshop Elements unterwegs sind, bei Photoshop Elements gibt es keine offizielle Softproof-Funktionalität. Aber wie ich das eben schon formuliert habe, so offiziell, Sie können im Internet mal ein bisschen wühlen. Da gibt es Beschreibungen, wie man mit dem Softproof in Elements arbeiten kann, wie das denn funktioniert. Weil standardmäßig hat Adobe dort einfach die Grenze gesetzt. So, und unter anderem wird eben auch beschrieben, welcher Farbraum das Ganze ist. Welchen Farbraum kann mein Gerät darstellen? Und das haben wir hier mal dargestellt in einem viel zitierten Farbschuh. Hier sehen Sie verschiedene Farbräume. Hier sehen Sie zum Beispiel den Farbraum des Profoto RGB. Sie sehen auch hier dieses kleinste Dreieck. Das ist sRGB, der sRGB-Farbraum. Das sind also auch Farbräume, die ein Monitor unter Umständen darstellen kann. Wundern Sie sich aber nicht, wenn Sie sich heute einen Laptop kaufen und Sie greifen einfach mal in die Schublade mit den 500 oder 300 Euro Laptops, dann haben Sie Glück, wenn Ihr Laptop, naja, ich sag mal, über 70% von sRGB darstellen kann. Man muss also an der Stelle immer ein bisschen darauf achten. Was kann ich denn eigentlich an meinem Monitor darstellen, weil das ja nicht ganz uninteressant ist? Was kann ich davon sehen, was meine Bilder an Farben enthalten? Gut, und hier zum Vergleich mal diesen etwas unförmigen Körper. Sie sehen die meiste Überlappung mit sRGB, aber es gibt Bereiche, hier zum Beispiel im Grün, da kann der
mehr als sRGB. Da wäre es natürlich optimal, wenn ich ein Bild hätte, was und einen Monitor hätte, was in Adobe RGB kommt. Dann kann ich eben auch diesen Farbbereich meines Druckers noch ausnutzen. Und das ist, was Sie hier sehen, ist einfach mal mattes Papier auf einem 2200er Drucker, ein bestimmter Drucker gewesen. Wenn ich das mit einem Glossy-Papier habe, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber das sind einfach mal so Gedanken, wie man sich das darstellen kann. So, das ist ein ICC-Profil. Und für diejenigen, die sagen, gibt immer den einen oder anderen, der sagt, ich kann das alles auch alleine. Ich habe doch an meinem Monitor Regler und ich habe ein gutes Auge. Ich habe eine Graukarte. Monitorkalibrierung brauche ich nicht. Und was der Oliver vorhin schon gezeigt hat, das menschliche Auge, das kann ich austricksen, beziehungsweise es kann mich austricksen. Und es ist einfach so, RGB-Einstellungen am Monitor reichen nicht für die Linearisierung der Farben. Ich muss jeden Farbton einzeln korrigieren. Das schauen wir uns gleich genauer an, aber erst einmal, ich kann das menschliche Auge ganz leicht austricksen und das mache ich hier mit diesem ganz einfachen Schachbrett. Wir haben ein Schachbrett, da steht ein grüner Zylinder, der wirft einen Schatten. Der Zylinder stört mich nicht, der Schatten, das ist der entscheidende Punkt. Und ich habe hier oben ein Feld, das Feld A, und das Feld A ist dunkel, ne? Hier ein heller Buchstabe A drin und ich habe das Feld B. Das Feld B, werden Sie mir zugeben, ist heller, ne? Und hier mit einem dunkleren B drin. Sehen Sie auch so? Jo, haben Sie an der Stelle leider schon verloren, denn ich zeige Ihnen mal, das ist dasselbe Farbfeld von der Farbe her. Es liegt einfach daran, wir betrachten Farbe immer im Verhältnis zu. Unser Auge tut sich sehr schwer, wenn es Farbe eindeutig ohne eine Referenz, ohne einen Vergleich mit einer anderen Farbe, einen direkten Vergleich vergleichen möchte. Das kriegt es einfach nicht hin. So, das ist einer der Punkte. Das Auge lässt sich austricksen. Und hier erklärt, die RGB-Einstellungen reichen nicht aus. Ich habe bei RGB habe ich einen Regler für Rot, Grün und Blau. Gut. Jetzt gucken wir uns einfach mal eine Kurve an. Ich nehme hier einfach mal die Blaukurve. Ich habe ja drei Kurven, ne? Rot, Grün und Blau. Die Blaukurve, und ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas, damit wir das alles zeitlich heute so hinkriegen, wie wir wollen. Wir haben hier eine Kurve und wir haben hier von 0 bis 255. Das ist das, wie die entsprechend von ganz dunklem Blau bis zu ganz hellem Blau alles dabei ist. So. Jetzt wird hier ein Blauwert angezeigt. Ich sage jetzt einfach mal bei 50. Der Ist-Wert, das ist die rote Kurve. Angefordert wird irgendwas bei 20, aber ankommen tun schon 50. Also muss ich an dieser Stelle hergehen und die Kurve nach unten runtersetzen. Ich müsste also jetzt den Blauwert nach unten verschieben. An dieser Stelle hier stimmt der Wert genau. Und hier bei, ich sage jetzt einfach mal 150, muss ich eigentlich die Kurve ein bisschen anheben, also muss ich den Regler nach oben drehen, damit ich wirklich wieder auf die Sollkurve komme. Hier passt es wieder, hier muss ich wieder absenken. Ja, eigentlich muss ich hergehen und wie früher mit einem Equalizer, ne, den Klang individuell anpassen. So muss ich diese Kurve individuell verbiegen. Ne, das geht aber nicht mit einem einfachen Regler. Das ist der Grund, weshalb das nicht individuell funktioniert. Ich muss es also, um die Linearisierung durchzuführen, muss ich es individuell für die einzelnen Farbabstufungen machen. Und das macht der Spider. So, und wenn Sie mit dem Spider Express unterwegs sind und Sie haben die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen, dann bekommen Sie hinterher eine Anzeige am Ende der Kalibrierung, der sagt Ihnen so und so viel Prozent von Adobe RGB oder von sRGB. Und was ich hier mal verwandt habe, ist ein ISO SX. Das ist also ein Monitor, der kann eben White Gamut, der kann fast vollständig Adobe RGB darstellen. Ne? Es gibt andere Monitore, die machen das mit sRGB und dann sehe ich hier das entsprechend kleinere und ich sehe dann immer, was kann mein Monitor davon. Mein Monitor kann sogar teilweise ein bisschen mehr, aber an einigen Stellen auch nicht genug. Deshalb 98% an dieser Stelle. Gut, wir haben ja gesagt, Spider 4 Express, ein Monitor pro Rechner, das war's. Das war der Punkt. Gehen wir weiter. Ich habe vorhin gesagt,
Der Spider 4 Pro, der hat einen Umgebungslichtsensor. Genauso wie der Spider 4 Elite. Warum ist das so besonders wichtig? Es gibt zwei Punkte, weshalb das so wichtig ist. Einerseits muss ich bei meiner Kalibrierung dafür sorgen, dass der dynamische Kontrast, also die Dynamik, die ich im Bild habe, dass die aufeinander angepasst werden. Und dazu können Sie als Beispiel ganz einfach mal Folgendes machen. Sie gehen in ein Autohaus und holen sich dort einen schönen Hochglanzkatalog. Dann gehen Sie zu Hause auf die Webseite des Autoherstellers und lassen sich mal den gleichen Katalog anzeigen als PDF. Wenn Sie das nämlich machen, dann passiert Folgendes. Das tiefste Schwarz des PDF-Katalogs wird schwärzer sein als das tiefste Schwarz des Ausdrucks des Prospekts. Und das hellste Weiß, was Sie am Monitor sehen, wird weißer sein als das des Ausdrucks. Das heißt, ich muss jetzt dafür sorgen, dass mein Monitor auf das Niveau meines Druckers heruntergesetzt wird. Und das muss ich an dieser Stelle erreichen. Und das macht der Spider 4 Pro im ersten Schritt. Der nächste Schritt, ich messe das Umgebungslicht. Warum messe ich das Umgebungslicht? Ganz einfach. Mit der Umgebungslichtmessung bin ich in der Lage, die Monitorhelligkeit anzupassen. Denn wenn Sie in einen Raum hineingehen und dort steht ein Monitor, und der Raum ist jetzt besonders dunkel, dann sagen Sie dem Monitor, ja, ist relativ hell. Dann gehen Sie in den Raum nochmal rein, diesmal hat aber irgendjemand das Licht eingeschaltet, dann werden Sie klar sagen, der Monitor ist nicht so hell wie der da vorher in dem anderen Raum. Pustekuchen, sind beide gleich hell. Die Helligkeit des Monitors ist also auch abhängig davon, wie wir das Umgebungslicht wahrnehmen. Und der Spider 4 Pro und der Spider 4 Elite sind in der Lage, das Umgebungslicht mitzumessen und sagt, sie wollen kalibrieren auf Gamma 2,2, 6500 Grad Kelvin, 600, 500 Kelvin, sorry, nicht Grad Kelvin, Kelvin. Und sie wollen kalibrieren auf 120 Candela, weil das wäre der Standardwert für einen Normarbeitsplatz. Jetzt haben Sie aber keinen Normarbeitsplatz, sondern bei Ihnen ist es heller. Dann sagt Ihnen die Software, ja, okay, kalibrieren Sie auf 6500 Kelvin, aber bitte auf 180 Candela, denn dann haben Sie das Farbsehen und das Helligkeitssehen, als wären Sie in einem Normraum. Oder es kann auch passieren, der Raum ist besonders dunkel, dann sagt die Software Ihnen, ja, kalibrieren Sie bitte auf 90 Candela und auf einmal sagt er Ihnen auch, kalibrieren Sie bitte auf 5800 Kelvin oder auf 5000 Kelvin sogar nur. Denn wenn sich die Helligkeit verändert, verändert sich auch das Sehen des Weißpunktes. Und das ist halt also das Farbsehen. Ne? Wir müssen das dann etwas wärmer machen. Auch das ist etwas, wie gesagt, geht nur mit dem Umgebungslichtsensor. Und das heißt, nur dann sehe ich wirklich, damit das Ganze für den Druck richtig ist. Weil wir haben vorhin gesagt, zeigt man Monitor, das ganze Bild zu hell an, wird, wenn ich es bearbeite, die Datei zu dunkel werden, der Ausdruck wird zu dunkel werden. An der Stelle können wir ja mal eine Frage stellen. Wer von Ihnen hat denn schon mal Ausdrucke gehabt, die zu dunkel waren? Ich frage das jetzt einfach mal in den Raum hinein. Würde Sie bitten, einfach hier mal ganz kurz zu antworten. So, 7, 10, 15, das geht jetzt gleich ganz schnell hoch. Nicht? So, 75% haben wir jetzt. Ich sage dann an dieser Stelle schon mal vielen Dank und ich veröffentliche das Ergebnis hier jetzt auch gleich einfach mal. Und das Ergebnis sieht so aus, ja, 6% von Ihnen sagen, habe ich noch nie gehabt, das Problem. Ja, 53% sind Kandidaten dafür, einen Spider 4 Pro oder Spider 4 Elite einzusetzen. Oder wenn Sie ihn schon haben, stellen Sie bitte die Umgebungslichtmessung mit ein. Man kann die nämlich auch ausschalten. Und die 41%, die das Problem manchmal haben, bitte kalibrieren Sie Ihren Monitor regelmäßig. Danke sehr. So, gehen wir auch schon weiter. Der Spider 4 Pro kann noch ein bisschen mehr. Wenn Sie, also ein bisschen mehr als der Spider 4 Express, der Spider 4 Pro kann hinterher Ihren Monitor analysieren, dass Sie zum Beispiel eben auch so ein bisschen kontrollieren können, okay, der Monitor ist schon ein bisschen in die Tage gekommen,
Na, Weihnachten steht vor der Tür, ich gönne mir mal was. Oder nö, hat eigentlich noch ein bisschen Zeit. Indem Sie hinterher eine Qualitätsanalyse machen können. Diese in der erweiterten Analyse können Sie zum Beispiel den Farbumfang darstellen, Helligkeit und Kontrast bei verschiedenen und den Weißpunkt bei verschiedenen Helligkeitseinstellungen überprüfen. Aber, und das ist in meinen Augen sogar das Wichtigste, den Monitor sollte man natürlich so einstellen, dass er der Kalibrierung möglichst nahe kommt. Das heißt, früher gab es da eben diese Regler, Rot, Grün, Blau. Heute kommen viele Monitore, das ist die Marketingabteilung der Hersteller, da gibt es eine Voreinstellung, die heißt Film, eine andere Voreinstellung, die heißt Game, eine Voreinstellung, die heißt Office. Aber was sich da nun hinter verbirgt, weiß kein Schwein mehr. Weißpunkt bei verschiedenen On-Screen-Display-Einstellungen, das ist genau das Zauberwort an dieser Stelle. Damit können Sie nämlich ermitteln, was hat sich denn die Marketingabteilung hinter Film ausgedacht? Welcher Weißpunkt, welche Helligkeit, welche Kontrastwerte werden denn da an meinem Monitor dargestellt? Und dann können Sie immer sagen, okay, ich will in die und die Richtung kalibrieren, ich wähle mir das von meinem Hersteller optimale Preset raus, so dass ich schon mal ab Werk gar nicht so ganz schlecht dasteht und dass die Kalibrierung an der Stelle wirklich ein schönes Feintuning machen kann. Gut, das ist das, was den Spider 4 Pro unter anderem eben mit der Möglichkeit der Umgebungslichtanalyse und der Möglichkeit, mehrere Monitore zu kalibrieren, vom Spider 4 Express unterscheidet, wo er einfach eine Nummer besser ist. Und für diejenigen, die sagen, ich brauche noch ein bisschen mehr, ich möchte nun das Maximale an Qualität herausholen, da ist der Spider 4 Elite der entsprechende Sensor. Der Spider 4 Elite kann mehr, und zwar ist er in der Lage, einen Beamer zu kalibrieren. Das ist der Einzige, der das kann. Er ist in der Lage, eine sogenannte iterative Graubalance durchzuführen, also mit einer iterativen Graubalance zu arbeiten. Iterative Graubalance bedeutet, das ist jetzt technisch, Sie haben eine Kurve, Sie haben eine Sollkurve und Sie haben eine Istkurve. Das haben wir ja vorhin schon mal ganz gesehen. Wenn ich jetzt Soll und Ist in Deckung bringen möchte, und da kommt die Mathematik ins Spiel, der eine oder andere kann sich noch gut daran erinnern, Kurvendiskussion. Wenn ich so eine Korrekturkurve habe, dann ist es natürlich optimal, wenn die aus vielen Stützpunkten berechnet wird. Und die iterative Graubalance sorgt nun dafür, dass in dem Moment, wo der Abstand zwischen Soll und Ist größer wird, die Anzahl der Punkte, wie die Korrekturkurve berechnet wird, erhöht wird. Das heißt, die wird präziser. Wofür ist das wichtig? Stellen Sie sich vor, wir berechnen ja nicht eine Kurve, wir berechnen drei Kurven, nämlich eine für Rot, Grün und Blau. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, in der Rotkurve ist in den Tiefen ein Tickchen zu viel Rot drin. Bei dem Farbbild werde ich das in der Regel nicht merken. Aber stellen Sie sich jetzt mal ein Schwarz-Weiß-Bild vor. Ja, das Schwarz-Weiß sieht gut aus in den Mitteltönen und in den Highlights. Aber in den Schatten werden Sie sagen, okay, das ist ein Tickchen zu viel Rot, da ist ein leichter Rotstich drin. Einer der Punkte, wo einfach hier durch die iterative Graubalance mehr Qualität erreicht werden kann. Hat aber auch einen kleinen Nachteil. Eine Kalibrierung dauert eben unter Umständen 1 oder 2 Minuten länger. Ein weiterer Punkt, der in meinen Augen ganz wichtig ist, ist die Bildschirmhomogenität. Ein ICC-Profil beschreibt immer den gesamten Monitor. Ein Bildschirm ist aber, und wenn Sie mal einen Monitortest oder einen Bildschirmtest gelesen haben, dann werden Sie immer so eine Grafik sehen, wie sich der Monitor bezüglich der Helligkeit oder der Farbgebung gleichmäßig oder ungleichmäßig verhält. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, Ihr Monitor ist unten rechts ein bisschen zu dunkel. Und Sie bearbeiten ein Bild, wo Sie sagen, davon möchte ich jetzt mal einen richtig schönen großen Ausdruck auf Alu-Dibond haben, den möchte ich mir irgendwo hinhängen. Jetzt ist Ihr Monitor unten rechts zu dunkel und Sie wissen jetzt nicht, ist das unten rechts das Bild oder ist das unten rechts mein Monitor? Sie haben aber vorher eine Analyse durchgeführt, nämlich der Bildschirmhomogenität und der Farbtreue. Dann wird der Monitor in 9 Felder aufgeteilt, à la Schachbrett. Und für diese 9 Bereiche messen Sie das Ganze durch und dann wissen Sie, okay, unten rechts ist er ein bisschen zu dunkel. Ich habe unten rechts in dem Bild meine Zweifel. Schiebe ich einfach mal das Bild so auf meinem Bildschirm hin und her, dass die untere rechte Bildecke in der Mitte des Bildschirms zum liegen kommt
Und dann kann ich sehen, okay, es liegt im Bild oder es liegt am Monitor. Denn wenn Sie mal den Ausdruck gemacht haben, Freunde werden es wahrscheinlich nicht sehen, aber Sie werden sich immer die Krätze ärgern, wenn Sie auf dieses Bild in Ihrem Wohnzimmer schauen. Und das Ganze neu zu produzieren, und wenn es auch nur ein Leinwandausdruck ist, das kann schon schnell mal ins Geld gehen. Auch das ist etwas, was der Spider 4 Elite kann. Also für denjenigen, der sagt, ich möchte wirklich, ich habe einen Hang dazu, Perfektionist zu sein, da ist der Spider 4 Elite auf jeden Fall der richtige. Für denjenigen, der sagt, okay, mir reicht auch heute der Spider 4 Pro und morgen feststellt, es hätte doch besser der Elite sein können. Da gibt es ein Upgrade, dann können Sie aus dem Spider 4 Pro den Spider 4 Elite machen. Sie sind da also nicht auf einer Einbahnstraße. So, hier einfach mal dargestellt. Solche Kurven haben Sie vielleicht schon mal gesehen, bezüglich Helligkeit und Farbe und das, was ich eben angesprochen habe. Das Ganze bekommt man auch noch mit entsprechenden Werten kann man sich abspeichern und so weiter. Aber das ist natürlich auch wieder einer der Punkte, wo man dann eben sagen kann, halt hoppla, mein Monitor wird älter, wird schlechter, wird irgendwann wieder Zeit. Oder ich stelle eben fest, hey, gute Wahl, der hält noch ein paar Tage. So, Oliver, du bist dran. Wir haben den Softproof und damit sind wir auch quasi kurz vorm Ende. Denn wir haben ja gesagt, wir wollen zeigen, wie denn der Softproof funktioniert. Und damit der Softproof funktioniert, muss der Monitor logischerweise kalibriert sein. Aber jetzt bist du dran. Genau, Monitor haben wir also kalibriert, wie ja vorhin gesagt. Jetzt können wir uns darauf verlassen, dass wir am Monitor das sehen, was in der Datei steckt. Also sprich, nicht mehr lügendes Fenster in unsere Bilddatei. Aber was uns der Boris ja vorhin gezeigt hat, ist, dass der Gamut, also sprich der Farbraum eines Druckers, ganz anders aussieht als der Farbraum, der aus unserer Kamera kommt, wie sRGB oder im besseren Fall natürlich Adobe RGB 1998. Ich vermute auch, das werden die meisten von Ihnen so verwenden. Haben wir die Möglichkeit, unseren großen Farbraum Adobe RGB 1998, natürlich aber auch jeden anderen, am Monitor zu simulieren, als würde dieses Bild jetzt gerade aus dem Drucker kommen. Und somit werden dann die Farbe inklusive die Kontraste und auch ein bisschen die Helligkeit auf das Niveau reduziert, wie man es dann von einem Ausdruck erwarten kann. Das Ganze geht eigentlich denkbar einfach. Man hat sein Bild in Photoshop offen. Hier in dem Fall ist es Photoshop. Das geht allerdings auch mit Lightroom oder auch mit ich glaube inzwischen auch mit den Express-Versionen. Ist das richtig? Nee, die Elements-Versionen können es nicht. Ja, Elements Ja, Express. aber es gibt, ich kann es nur noch mal sagen, es gibt im Internet den einen oder anderen Workaround, wie man es auch mit einer Elements-Version realisieren kann. Ist ein bisschen Ja, ja. aufwendiger, aber okay. Ja, stimmt. Man kann dann einfach temporär einfach die Datei oder den Farbraum dann hinein konvertieren. Man muss sich nur sehr, sehr stark dabei aufpassen, dass man dann nicht natürlich abspeichert. Das wäre dann wieder eine fatale Geschichte. Also hier gucken wir uns jetzt in Photoshop an, wie man solch ein Softproof verwendet. Und zwar klicken wir dazu ganz oben auf Ansicht oder auf, hier ist es in das englische Photoshop, auf View. Es ist alles an der gleichen Stelle, auch in der deutschen Version. Dann ganz oben auf Proof Setup oder Proof Einrichten ist es auf Deutsch. Und dann auf Custom bzw. auf eigene oder auf Benutzer definiert. Kommt ein bisschen darauf an, welche Photoshop-Version man verwendet. Es ist immer an der gleichen Stelle. Dann geht diese Box auf. Und hier in der Box, da haben wir in der Mitte einmal Device to Simulate oder zu simulierendes Gerät. Und jetzt wollen wir, vorhin hatten wir ja mal das als Beispiel, uns einen Printstandard anschauen, womit beispielsweise Magazine gedruckt werden. Also nehmen wir also Focra oder Coated Focra 27, so heißt es. Den suchen wir uns jetzt aus. Wir wollen sehen, wie dieses Bild, was wir dort oben haben, in einem Prospekt hinterher aussehen würde. Das haben wir jetzt gemacht. Da unten gibt es noch eine kleine Checkbox, die haben wir aktiviert. Heißt Papierfarbe simulieren oder hier in dem Fall Simulate Paper Color. Das haben wir auch angehakt. Also die Papierfarbe simulieren wir ebenfalls. Und jetzt klicken wir mal ganz rechts unten auf dieses Vorschauhäkchen und jetzt schauen Sie mal oben auf die Farben und auch auf die Kontraste. Oh oh. Gehen wir nochmal zurück.
das in meine Originalfarben, wieder das Häkchen an. Und das ist das, was wir noch aus dem Drucker kriegen werden. Und das kann man jetzt einfach mit OK bestätigen. Und jetzt ist es ganz einfach. Die Windows-User machen das mit Control und Y und die Mac-User mit der Apfeltaste und Y, beziehungsweise Command, heißt ja nicht mehr Apfeltaste, Command Y. Und da mit dieser Tastenkombination kann man jetzt zwischen dieser Originalfarbe und dem simulierten Coated Focra 27 Farben hin und her schalten. Und das Ganze ist also ein Softproof. Damit können wir sehen, was aus dem Drucker kommt und können dann da natürlich auch bestmöglich versuchen, klitzekleines bisschen dagegen zu steuern. Immer nur mit einer Kopie, niemals in der Originaldatei. Genau, so. Und für diejenigen, die jetzt über das Thema heute weitere Informationen haben wollen, der Oliver und der Christoph Kühne, das ist jemand von der Dogma, von der Zeitschrift von Doc Baumann, die haben sich zusammen hingesetzt und haben ein Spider-E-Book geschrieben, so nennt sich das Ganze. Color Management aus Sicht eines Fotografen, 6 Kapitel, also erst einmal zum Thema digitale Farbe, kalibriert fotografieren, okay. Heute haben wir also über Monitor kalibrieren geredet. Da gibt da noch einen Bereich, der heißt Monitor feinjustieren, auch zum Thema Drucken. Und natürlich auch zum Thema Softproof und Medien ist hier alles zum Nachlesen dabei. Und das Schönste daran ist, die beiden verdienen da gar kein Geld, sondern das Ganze ist kostenlos. Sie können bei uns auf die Webseite gehen, kleines Formular ausfüllen, bekommen eine E-Mail. Kann ein kleines bisschen dauern, ein halbes Stündchen. In der E-Mail ist dann ein Link, wo Sie das Ganze als PDF-Datei herunterladen können. Weitere Informationen finden Sie bei uns unter spiderdatacolor.com, aber auch auf YouTube, auf Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, im RSS-Feed, beziehungsweise bei uns im Blog. Und wenn das nicht reicht, weitere Informationen im Support von Datacolor, kostenlos von montags bis freitags 9 bis 12 und 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr unter 00800 700 870. Wichtig dabei die 00800 oder Sie haben heute schon gemerkt, es war eine ganze Menge an Informationen. Durchaus, auch wenn Sie mal ein Problem haben, kann es sein, dass es ein bisschen was ist an mehr an Informationen. Dann nutzen Sie unsere Webseite support.datacolor.com. Dort finden Sie ein Formular. Das ist zwar auf Englisch, aber Sie dürfen selbstverständlich auf Deutsch hineinschreiben und auch zum Beispiel etwas hinten anhängen, wenn Sie also ein Beispielbild haben oder. Das hat eben den Vorteil, die Antwort kommt natürlich auch schriftlich, so dass man wenn ein Telefonat mal 10 Minuten dauert, dann geht schon mal her, dass man weiß, was war das denn am Anfang? Was hat er am Anfang erzählt? Wenn man zuhört, ist alles in Ordnung, aber hinterher, man kriegt das nicht mehr unbedingt alles hin. Beim Mail-Support hat es natürlich eben auch den Vorteil, da kommen Anleitungen zurück, da kommen PDF-Dateien mit zurück und. Links, das ist einer der wichtigen Punkte. Also, so erreichen Sie uns, so bekommen Sie Informationen. Und bitte gerne. Weitere Informationen, das sind die Webinare. Die Webinare bei uns auf der Webseite, dort finden Sie auch die Aufzeichnungen vorhergehender Webinare. Wir haben also auch dieses Webinar aufgezeichnet. Im Nachfassmail werden Sie den entsprechenden Link zum Anschauen der entsprechenden Aufzeichnung bekommen. Und damit sagen Oliver und ich in Kooperation mit dem Nikon Fotografieforum für jetzt einmal Dankeschön. Wir gehen in den Chat hinein, Frage und Antworten, und wir freuen uns auf Ihre Fragen, haben umgekehrt auch noch zwei Fragen, die wir Ihnen stellen wollen.